Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast zur neuen Sendung High Informell. Heute mal ein ganz spezielles Video. Ein Video, was ich mir eigentlich heute mal auch schon noch gar nicht überlegt hatte. Aber beim Joggen heute habe ich mir gedacht, muss ich dieses Video machen, weil es ein Video ist, das mir sehr am Herzen liegt. In diesem Video möchte ich ein bisschen meine Beweggründe erklären, warum ich diese High-Videos überhaupt mache, was meine Intention ist gegenüber diesen Videos und auch ein bisschen erklären, wie ich so gegenüber High stehe. Und einfach ein paar Punkte aufgreifen, die mir geholfen haben, besser meine Investmententscheidungen zu treffen. Bevor ich natürlich anfange, ganz herzlichen Dank auch an alle, die meine Videos regelmäßig anschauen. Wir haben ja mittlerweile schon eine kleine Community zusammen und freut mich sehr, dass über 170 Abonnenten mittlerweile meinen Kanal anschauen. Ist natürlich im Vergleich zu anderen Leuten im Crypto-Space sehr wenig, aber wir reden jetzt hier über ein sehr spezifisches Thema. Also HAI ist natürlich ein Krypto-Projekt von vielen, wobei man das nicht mal als Krypto-Projekt nennen darf. Sie tun ihren Token zwar im STO eben ausgeben, aber an sich ist es ja wirklich ein Startup im klassischen Sinne, die ein Realgüter ausgeben. Und da freut mich sehr, dass wir hier zusammen ein bisschen zusammen einen Strang ziehen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Also wenn HAI untergeht, dann gehen wir alle mit unter. Und ich habe überhaupt keinen Vorteil, indem ich hier diese Videos mache. Wenn ich jetzt mal meinen ersten großen Punkt anmerken möchte, warum ich diese Videos mache, ist auf jeden Fall der erste Punkt, dass ich hier meine Präsentationstechnik ein bisschen verbessern möchte. Also vielleicht mal ein bisschen Vorlauf. Ich habe in der Schule damals, im Gymnasium oder im Studium immer versucht, mich vorbeizuschlängeln an den ganzen Präsentationen. Wenn es irgendein Projekt gab, wo wir es präsentiert hatten, dann war ich immer meistens der Letzte oder im Glücksfall auch der, wo nicht rankommen musste, weil man vergessen hatte. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es mir nichts bringt, weil im Leben ist es immer wichtig, Produkte zu präsentieren. Wie man auftritt, ist fast schon wichtiger als was das Produkt an sich kann, weil ein gutes Produkt nicht zu vermarkten ist fast schon schlimmer als ein schlechtes Produkt zu vermarkten. Auch wenn eines Tages natürlich der innere Wert gegen Null geht, wenn es ein schlechtes Produkt ist. Aber im ersten Moment ist es natürlich sehr wichtig, hier die ganze Sache zu vermarkten. Und wo ich das gemerkt habe, habe ich mir gesagt, ja, jetzt mit diesem Projekt, was mich auch sehr fasziniert, oder diese Advertising für den kleinen und den großen Mann, wo man hier sehr flexibel buchen kann. Das ist eine Vision, die mir sehr zugesprochen hat. Bin natürlich dann 2019 gleich durch das ganze White Paper durch. Habe mich nach mehreren Nächten des Überlegens dazu entschlossen, in HAI zu investieren. Damals auch einen größeren Betrag für mein Krypto-Portfolio. Mittlerweile hat es jetzt natürlich ein bisschen verkleinert durch den ganzen Bullrun. Aber ich bin so davon überzeugt, dass diese Vision gelingen kann. Gerade diese Schnittstelle zwischen dem kleinen und dem großen Mann hier, eben ein kleines Startup in Berlin zu ermöglichen, zum Beispiel Werbung zu schalten, ohne großes Marketingbudget zu opfern, ist doch eine sehr coole Idee. Und wenn eines Tages dann jeder seinen Bildschirm nutzen kann und selbst Werbung schalten kann, dann ist es wirklich eine Skalierung, die wirklich extrem hoch ist, und ich glaube, dann sind die Umsätze dementsprechend nochmal exponentiell hoch. Aber das ist alles Zukunftsmusik, und das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, in diesem Fresszettel, wo ich mir 5 Minuten Gedanken mache, was ich heute sage, also relativ Freestyle, wie du schon merkst, ist, dass man sich auf jeden Fall Zeit geben sollte beim Investment. Ich weiß, die Investmententscheidungen wollen von heute auf morgen am besten reich werden, oder? Wayne Lambo, oder sagt man im Crypto-Space immer dazu. Aber man muss auf jeden Fall auch sagen, dass die Zeit immer schneller geht und dynamischer alles wird. Aber nichtsdestotrotz kann man ja nicht HAI mit einem klassischen Krypto-Projekt vergleichen. Es sind nicht nur ein paar Zeilen Code, die hier eine Lösung bieten, sondern wir reden hier von Bildschirmen, die installiert werden müssen. Es muss erstmal eine gewisse Hardware installiert werden, damit wir auch hier Werbung geschaltet werden können. Und gerade am Anfang ist wichtig für die Expansion, um das Produkt HAI bekannt zu machen, eigene Displays hier aufzustellen, um dann später, wenn es dann natürlich softwaretechnisch möglich ist, ohne großen Problemen dann hier sein eigenes Display dann aufzustellen und selber Werbung zu schalten.
Also das ist ein gewisser Prozess, den man hier erwarten muss oder einfach Zeit geben muss, bis der erfüllt wird. Und was hier am besten natürlich ist, dass man hier sein Investment einfach mal in eine Schublade legt, wie eben den Bitcoin, wenn man den 2009 einfach mal in die Schublade gelegt hätte und 10 Jahre später wieder rausgenommen hätte, dann hätte man wahrscheinlich heute keine Geldsorgen mehr. So muss man das auch bei HAI sehen. Das wird natürlich nicht die gleiche Rendite sein wie bei Bitcoin, das ist natürlich auch klar. Aber was ich hier sagen möchte, ist, es an sich finde ich auch gut, dass in erster Instanz die Token noch nicht gelistet worden sind, weil es hat mich auch ein bisschen vor falschen Entscheidungen bewahrt. Ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe und einen schlechten Tag hatte und eben einfach ein bisschen negativ eingestellt gewesen wäre, was öfters mal passieren kann im Jahr, also wir sind alle nicht perfekt, dann hätte man vielleicht zum Entschluss kommen können, ja, das High Investment, das war ein Fehler, ich verkaufe meine Tokens. Und muss sagen, ich finde es gut, dass man hier eine gewisse Hürde hat, indem man das nicht machen kann noch. Und im Nachhinein bin ich auch sehr froh darüber, dass ich es nicht machen konnte, weil es natürlich auch eine gewisse Geduld braucht, die ich auch am Anfang nicht hatte. Aber mittlerweile kann ich sehr gut mit dieser Geduld umgehen. Bin eigentlich sehr froh über diese ganze Entwicklung, wenn ich mir einfach mal überlege, dass vor 3 Jahren die Vision einfach noch auf dem Papier stand und jetzt mittlerweile so viele Displays in Berlin sind, nächste Woche dann in Köln auch 200 Displays dann installiert werden, dann ist es wirklich großartig. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt Risiken. HAI kann immer noch insolvent werden, aber was mich hier sehr positiv stimmt zum Beispiel ist, dass sie die Corona-Krise eigentlich soweit sehr gut gemeistert haben. Sie haben immer noch eben sich über Bord halten können, obwohl, also über Wasser meine ich natürlich halten können, weil eben da wahrscheinlich auch gewisse Einbußen in den Einnahmen, weil alle Firmen gespart haben, natürlich auch im Marketing, hat es natürlich auch sehr HAI sehr betroffen. Und so wie ich da ausgehört habe, gab es auch manchmal bei den Co-Foundern Tage, wo sie gedacht haben, das kann kritisch werden. Aber nichtsdestotrotz haben sie mir das bewiesen, dass sie gekämpft haben und mittlerweile auch ziemlich hohe Umsatzzahlen generieren können. Und gerade dieses Kämpfen und dieses Auf und Ab, das ist einfach irgendwas, das gehört zu jedem Startup dazu. Also 98-99% aller Startups fliegen durch, oder? Und ich will nicht sagen, dass HAI schaffen wird, aber sie sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Und durch diese Expansion in ganz Deutschland mit diesem Geschäftsmodell bin ich sehr zuversichtlich, dass sie hier eine neue Skalierung erreichen werden und genau, dass sie das einfach mal noch weiter voranbringen. Also hier der erste Punkt, das Investment Zeit geben, 2 Jahre, 3 Jahre sind einfach nichts in der Startup-Welt und eben einfach mal was anderes machen. Und wenn man zu sehr darüber nachdenkt, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man vielleicht zu viel Geld investiert hat. Und da muss man sich, bevor man investiert, immer sehr viel Gedanken machen. Wo sind die Chancen, aber wo sind auch die Risiken? Und das habe ich gemacht. Und von meiner Seite aus, ich persönlich muss ehrlich sagen, wenn HAI insolvent gehen sollte, würde es für mich jetzt klar im ersten Moment ein bisschen schmerzen. Aber es würde mich jetzt nicht aus der Fassung bringen. Also ich könnte damit gut umgehen. Und sehe das sehr realistisch, aber mittlerweile sehe ich das überhaupt nicht, dass HAI hier in diese Welt gehen sollte. Bin sehr froh über die Entwicklung und ich muss auch sehr ehrlich sagen, ich finde die Kommunikation von Fritz sehr gut. Die Kommunikation eben auf YouTube-Ebene wäre natürlich super, aber die 1-zu-1-Kommunikation, die stimmt 1A. Also wenn ich eine Frage habe, dann bekomme ich meistens innerhalb von ein paar Minuten eine Antwort. Und es gibt, glaube ich, nicht viele Startups, die da so offen gegenüber ihren Investoren sind und da auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Genau, der zweite Punkt, den ich hier gerne ansprechen möchte, ist das Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist so ein Punkt, das kann ich jetzt überhaupt nicht ab. Ich rede von Schwarz-Weiß-Denken jetzt vor allem über Krypto-YouTuber, die Fehler gemacht haben, aber die natürlich auch versucht haben. Also vielleicht ein konkretes Beispiel, was ich hier gerne erwähnen möchte und was mich gestern auch sehr motiviert hat, auch dieses Video heute zu machen. Denk mal, den kennt jeder, den Dr. Julian Horst. Der hat natürlich 2018 manche Investoren enttäuscht, hat seine Story jetzt zum Beispiel auch mal dargestellt, hat auch gesagt, ganz klar, er hat Fehler gemacht
Und ich finde es doch sehr einfach, wenn man hier als Kritiker einfach sagt, ja, der Julian Horst hat mich um das Geld gebracht, wegen ihm habe ich alles verloren. Das geht gar nicht, finde ich. Ja. Also in erster Instanz ist jeder für sein Geld selber verantwortlich. Wir sind alle erwachsene Menschen. Wenn Heil morgen insolvent geht, dann ist niemand schuld, außer du selbst. Also wenn ich heute Geld verliere, weil Heil insolvent geht, dann gebe ich mir selbst die Schuld, weil ich auf der einen Seite dann eine falsche Analyse gemacht habe und auf der anderen Seite vielleicht auch einfach Pech hatte. Und das gehört einfach zum Leben dazu. Wo man viel Geld verdienen kann, kann man auch sehr viel verlieren. Und deswegen macht man das Ganze auch. Oder? Man möchte natürlich eine gewisse finanzielle Freiheit erreichen, aber das geht natürlich nicht ganz ohne Risiko. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, dass ich den Menschen Dr. Julian Horst sehr schätze und das meine ich wirklich ernst. Also ich habe mir sein Video gestern zum Beispiel angeschaut von 2,5 Stunden und so wie er es erklärt hat, das war für mich sehr plausibel. Manch einer wird vielleicht sagen, dass alles gespielt ist und er möchte sich herausreden. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht so. Er hat vieles versucht und vieles verloren und vieles riskiert und viele Leute enttäuscht. Aber ich glaube, man kann nicht erfolgreich werden, ohne Fehler zu machen. Und das fällt mir auch im kleinen Stil auf. Ich bin ja im Vergleich zu ihm zum Beispiel ein sehr kleiner. Eben sehr kleiner Mensch, oder? Ich habe noch nicht sehr viel erreicht in meinem Leben, bin noch Ende 20 und tue sehr wenig Menschen erreichen mit dem, was ich mache. Und das möchte ich auch versuchen, immer mehr zu vergrößern, diesen Netzwerk, dass ich hier nicht nur ein paar Leute in meiner Firma glücklich mache, sondern auch Leute über eben zum Beispiel diesen Channel hier versuche zu erreichen und meine Gedanken hier preiszugeben und versuche hier zu erklären, wie ich das sehe. Und wie du sicherlich merkst, bin ich auch nicht der beste Präsentator. Aber das ist auch überhaupt kein Problem für mich. Ich kann sehr gut verstehen, wenn du das nicht gut findest, was ich mache von der Präsentationsart her. Aber am Ende ist es mir auch egal, weil am Ende geht es darum, dass ich mich verbessere und dass, wenn du was hier da aus dem Video mitnimmst, dass du auch deine Investmententscheidung hier besser triffst. Und was ich an deiner Stelle machen würde, ist es einfach nicht immer die Leute nachzurennen. Wenn einer so sagt, ja, der Julian Horst, der ist ein Scammer, dann würde ich erstmal alles hinterfragen, weil es gibt kein Schwarz und Weiß. Und was ich ja gelernt habe in den ganzen Videos, muss ich immer die Vorteile aus jeder Person rausnehmen. Und für mich ist eben diese Person, diese Ziele, wo er erreicht hat, auch in gewissermaßen ein Online-Mentor, wo mich ja auch ein bisschen aufpusht und selber sagt, hey, das macht voll Sinn, was er sagt. Und von daher mache ich jetzt dieses Video. Auch ist einer der Hauptgründe, warum ich dieses Video mache heute, weil es einfach auch Sinn für mich macht, Fehler zu machen. Und es ist immer leicht als investierte Person, wo den ganzen Abend nichts anderes macht, als frustriert auf der Couch zu sitzen, jemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und das sollte man nicht machen. Ich sehe immer den Graubereich, ich sehe Fehler, ich sehe aber auch aufrichtig die Worte. Und was ich besonders schätze, ist, dass wenn Leute Fehler zugeben und wenn das Leute machen und plausibel erklären, warum sie zu diesen Entschlüssen gekommen sind, dann habe ich weiterhin dieses Vertrauen in diese Personen, dass sie es mit einem gut meinen. Und hier appelliere ich einfach dazu, Hai immer eine Chance zu geben. Es kann immer sein, dass irgendwas schräg rüberkommt, eben dass diese ganze Geschichte mit dem Listing vom Token, nur weil es nicht gelistet wird, hat es vielleicht andere Gründe. Vielleicht ist es einfach regulatorisch nicht so einfach, weil es ein SDO ist. Und hier empfehle ich einfach auch, in Kommunikation mit Fritz zu bleiben. Und wenn du einfach unsicher bist, eben hinterfrag dich selbst, hast du das Richtige gemacht, als du investiert hast. Das Geld an sich ist nicht verloren, es ist auch ein bisschen verloren, also auf dem Papier verloren, aber es ist natürlich auch ein gewisser Lerneffekt da für das nächste Investment, was du dann treffen wirst. Und das ist auch der dritte Punkt, den ich auch geschrieben habe, dass man hier keine All-In-Moves machen sollte. Also weder in Krypto noch in Aktien noch in Gold, in allen Anlagenklassen, wo du kennst, immer sehr gut diversifiziert bleiben. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, immer mein Portfolio wieder so zu glätten, dass es passt. Also momentan mit dem Bullrun im Krypto-Space bin ich sehr overexposed eben im Krypto, aber
Das kümmert mich nicht weiter, weil ich weiterhin an diese Ideologie glaube, von Bitcoin und von anderen Kryptowährungen, wo ich auch investiert bin. Und wenn das runtergeht, dann habe ich selbst die Entscheidung getroffen, es drin zu lassen und habe selbst meine eben was ausgelernt, wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und eben abschließend noch ein paar Worte zu HAI, weil es ja auch um HAI geht in diesem Kanal, aber eben wollte einfach mal meine Sicht der Dinge mal hier präsentieren, ist, dass HAI auf einem sehr guten Weg ist. Ich meine, sie expandieren nächste Woche dann in Köln und dann Monat für Monat in eine neue deutsche Großstadt. Und von den Umsatzzahlen her glaube ich, dass sie ja um einiges hochskalieren werden. Und einfach hier alle vier Punkte zusammennehmen, ruhig bleiben, gucken, was kommt. Ich werde die ganze Sache auch neu evaluieren, wenn dann eines Tages der ISDO auf dem Markt ist. Und auf der anderen Seite, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass es nie einen richtigen Zeitpunkt dafür gibt, ein SDO auf die Exchange zu bringen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, es ist der beste Zeitpunkt, weil ein Bull Run ist, aber es kann auch genauso gut sein, dass im Herbst erst die Bubble so richtig am Steigen ist und das ist genauso ein richtiger Zeitpunkt. Also ich glaube, dass HAI auch kein Timing sucht, um hier in den Markt zu kommen, sondern sie wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass der Investor nicht enttäuscht wird, wenn der Token dann auf die Exchange kommt und der Wert einfach mal auf ein Zehntel geht vom ursprünglichen Preis, wo sie bezahlt haben. Und um das sicherzustellen, brauchst du ein gewisses Netzwerk. Und da sind sie dabei dran, das hier eben zu entstehen zu lassen. Und ich glaube, man muss jetzt einfach jetzt noch ein paar Jahre Geduld haben. Ich sage wirklich ein paar Jahre, nicht nur ein paar Monate. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen enttäuschend, aber für mich ist es auf jeden Fall wichtig, hier eine Sichtweise auf 5 bis 10 Jahre zu haben. Und wenn es gut gelaufen ist, glaube ich, profitieren wir alle davon. Die Umsatzbeteiligung kommen jetzt schon und ich denke mal, ein paar haben schon eine Auszahlung bekommen. Und auch diese HAI-App wird bestimmt neu gemacht werden eines Tages. Und eben, es sind so Punkte, die sind nicht so wichtig, wenn am Ende das Endprodukt stimmt. Und man sollte nicht jedes Nebenschauplatz daneben, dass HAI dann eben als Misserfolg dargestellt wird, sondern einfach das große Ganze sehen. Das tue ich auch. Und was ich sehe, ist, dass HAI expandiert, dass Fritz immer mit mir kommuniziert und ehrlich sagt, wenn er Bedenken hat oder wenn er überzeugt ist von der Idee. Mittlerweile macht er für mich einen sehr positiven Eindruck. Und das sind so ein bisschen die ganzen Themen, die ich heute ansprechen wollte. Also bleibt geduldig. Schwarz-Weiß-Denken sollte man vermeiden. Keine All-In-Moves. Nur weil jetzt irgendwas sehr gut läuft, dann gerade dann sollte man sich eben die Frage stellen, ob der richtige Zeitpunkt ist und eben einfach geduldig bleiben. Genau. Mit dem, ich hoffe, es hat dir geholfen, meine Einschätzung ein bisschen genauer kennenzulernen. Vielleicht hast du auch ein bisschen mehr gemerkt, wie ich ticke, welche menschliche Seite ich habe. Bei meinen Investments sehe alles sehr rational eigentlich auch, bin aber überzeugt von der Idee. Genau. Mit dem wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Genieß noch die Sonne. Es ist ja traumhaftes Wetter in den nächsten Tagen. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dann wieder einschaltest zum neuen Video Heim von mir. Mit dem, alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ciao.